Heute geht es nämlich auf Spielplätzen suchen. Es gibt endlich mal wieder eine Spielplatztour mit dem Metalldetektor. Nee. Das gibt's nicht. Auf dem Spielplatz. Was zum Geier. Ja. Nee, das gibt's nicht. Verdammte Axt. Was ist das? Nein, oder? Da ist wohl was eingegraben. Ich guck mal ganz kurz in die Tasche und ein Blick verrät mir, das klimpert schon ordentlich. So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute geht es nämlich auf Spielplätzen suchen. Es gibt endlich mal wieder eine Spielplatztour mit dem Metalldetektor und es ist lange her. Grund dafür, habe ich schon mal gesagt, ist, dass in Spanien, Frankreich und Portugal alle Spielplätze aus Gummi sind. Also gibt es keine Sandspielplätze. Jetzt sind wir allerdings wieder in Deutschland und es gibt schöne Sandspielplätze hier. Und in Sandspielplätzen, da geht auch sehr viel verloren. Das haben wir ja in den letzten Videos schon gesehen. Auch wenn die letzten Videos jetzt schon sehr lange her sind. Viele von euch hatten sich gewünscht, endlich mal wieder ein Spielplatzsuche zu sehen. Deswegen sind wir heute an dem ersten Spielplatz hier. Ich werde das Video so aufteilen, dass wir mit dem Auto rumfahren und je nachdem, wo wir landen, dann einfach irgendwo Zwischenstopps mit Spielplätzen machen. Ich werde nicht heute alles suchen machen, aber für euch ist alles direkt im Anschluss zusammengeschnitten. Okay, ich würde sagen, ich zeige euch kurz das Zeug, was wir benutzen und dann sehen wir uns beim ersten Signal. Ganz klar, wir brauchen natürlich den Metalldetektor. Den habe ich sogar schon angeschalten. Der ist schon ready. Dann die Fundtasche, wo hoffentlich sehr viel Kleingeld drin landen wird. Ich gucke nochmal, ob was drin ist. Nein, es ist komplett leer. Okay, schnalle ich mir um und dann gucken wir mal, was so geht hier. Wir werden hier erstmal an der Rutsche anfangen, hier an den Geräten und dann ein bisschen nach hinten, aber Schaukeln gibt es hier tatsächlich nicht. Was schade ist, weil Schaukeln sind eigentlich immer die beste Geldquelle, sag ich mal. Legen wir mal los. Vielleicht haben wir ja unter dem ganzen Klettergehangelzeugs hier auch ein bisschen Glück, wer weiß. So, Handy kann ich eigentlich liegen lassen, brauche ich höchstwahrscheinlich nicht. Dann wollen wir doch direkt mal loslegen hier. Spielgeräte verursachen natürlich auch viele Signale, das ist normal. Muss man ein bisschen Abstand einhalten, das geht nicht anders. Ja, ganz witzig, wir sind dort gestartet. Dann hier einmal außen rumgelaufen, die Fußspuren, die sieht man sogar ganz gut. Hier wieder zurückgekommen und quasi direkt da, wo wir gestartet sind, haben wir das erste sehr vielversprechende 82er Signal. Und ich denke, das wird auch schon das erste Geldstück für heute sein. Jawohl, 10 Cent. Das findet man am meisten, denke ich mal. Aber 77er Signale hoffen wir natürlich auch drauf. Das sind dann oftmals 2 Euro Stücken. Okay, hier scheint ein bisschen Müll im Brunnen zu sein. Da gucken wir trotzdem mal. Denn letztendlich geht es natürlich auch... Ah nee, guck mal. 5 Cent. Die haben immer nicht so einen guten Leitwert, aber die nehmen wir trotzdem. Letztendlich wollte ich sagen, geht es natürlich auch darum, so ein bisschen den Spielplatz sauber zu machen hier, vom Müll zu befreien. Ist erstens sicherer für die Kinder und zweitens ist es auch ein ganz gutes Karma-Ausgleichsding, sag ich mal. Dass man im Gegenzug vielleicht auch bessere Funde hat, wer weiß. Guck hier, Müll weggeräumt, 84er Signal und 10 Cent im Austausch. Sehr gut, fängt gar nicht mal schlecht an hier. Also sieht mir zumindest nicht abgesucht aus hier der Spielplatz. Mhm. Ach, guck mal hier. 25 Cent in Pfand. Ist natürlich auch nicht so übel. War da aber dann ein Signal drin? Nee. Okay. Aber da war noch irgendein Signal. Ja, sag ich doch. Und 2 Cent. Ah, hier hat jemand viel Geld verloren. Ich denke mal, das war auch eine oder zwei Personen. Und das ging nicht alles hier unabhängig voneinander verloren. Das würde mich schon sehr wundern, ehrlich gesagt. Aber hier ist auch ein guter Sitzplatz. Und, ah, siehst du, 20 Cent. Wenn man sich hier hinsetzt, geht auch gut mal was verloren. Hier zwischen den Ritzen und so. Ist kein schlechter Ort zum Suchen hier. So, ich weiß nicht ganz genau, wie dieses Spielgerät hier genannt wird. So eine Art Wippe als Trampolin, keine Ahnung, auf jeden Fall. Haben wir hier ein schönes, scharfkantiges Gewindeteil von einer abgefeilten Schraube. Naja, ist sehr scharf. Muss hier nicht im Sand liegen, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Kommt in die Mülltasche. Aber 70er Signal, ne? Gar nicht mal so schlechtes Metall. Ich glaube, der Spielplatz hier ist auch relativ neu, ehrlich gesagt. Sieht mir jedenfalls so aus. Aber das eine oder andere gute Signal kommt ja zum Glück trotzdem. Das hier ist tatsächlich doch auch schon relativ tief hier gewesen. Ja, was ist das denn? Okay. Das, ja, das müsst ihr mal jetzt in die Kommentare schreiben. Es sieht mir aus wie ein kleiner Henkel. Ich weiß es nicht. Kommt auch mal in die gute Tasche hier vorsichtshalber, aber komischer Fund. Okay. Oh, guck mal. Was ist? Schmuck? Ohrring? Nein, guck. Kettchen. Hast du nicht gefilmt? Doch, ich filme gerade. Aber wir waren gerade mit dem Gespräch, ich wollte das doch nicht abbrechen. Und dann war es schon, also es war nicht eingebuddelt, richtig. Ich habe es nur so ein bisschen mit dem Detektor freigewedelt. Schön, der erste Schmuck für heute.
Ich habe leider mein Handy da vorne und kann es euch nicht dicht zeigen, aber ich blende es ja ein. Von daher passt es schon. Ja, keine Ahnung, könnte Silber sein, muss aber nicht. Das Steinchen ist schon kaputt, aber das wird auch kein echtes Steinchen sein. Egal, Schmuck ist Schmuck, freue ich mich auf jeden Fall. Ist hier noch der Rest? Oder generell irgendwas? Nee. Na gut, aber hier sind so, naja doch, ist ja so eine Art Schaukel. Wippe, Schaukel, ich weiß nicht, so ein Mix-Spielplatz hier. Mhm. Kein gutes Signal, aber könnte wieder ein Centstück sein. Sorry. Es ist, Mann, ich bin noch nicht ganz gesund, 1-2 Centstück. Aber man hat es eher meiner Stimme, dass irgendwas nicht stimmt, glaube ich. Egal. Oh, sehr schönes 84er. Das dürfte relativ flach sein. Naja, nee. Ist doch ganz schön tief. Und was ist das? Hä? Sieht mir nicht so modern aus. 20 steht da drauf, irgendwas mit 20. Ich glaube, das ist echt eine alte Münze hier. Gibt's doch gar nicht. Na gut, ist halt so ein bisschen am Rasen hier, aber trotzdem komisch. Naja, warum nicht? Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ist hier noch was? Ein schöner Plastikring. Ah, nee, ist ein Deckel. Nee, ist doch kein Deckel, ist nur Müll. Okay, nächstes schönes 86er Signal. Da gibt es eigentlich keine Zweifel, denke ich. Jawohl, der erste Euro für heute. Okay, ich weiß, ihr habt ja den Counter gesehen. Ich habe den Überblick schon wieder verloren, aber wir haben bisher nicht wenig Münzen gefunden auf jeden Fall. Aber das ist die erste größere Münze. Das ist schon mal schön. Ich mache mal die Kamera an, weil es gibt's nicht. Guck mal, ist das nicht mal ein gutes Signal? Das ist ein Witz, oder? Das ist einfach ein Ring hier. Ja. Krass. Für die Zuschauer, die sich hier wundern, wir machen hier gerade den Sonntagsabend-Livestream für Mitglieder. Den machen wir einmal im Monat. Und wir waren da gerade am Quatschen und dann habe ich hier einfach so einen Ring blitzen sehen. Und die Zuschauer da, die können es bezeugen. Hier, ihr könnt ja mal in die Kommentare dieses Videos dann reinschreiben, dass das hier kein Fake ist, dass der da wirklich so lag. Der muss ja heute verloren gegangen sein, oder? Schön. Erster Ring für heute. Wunderschön. Okay, 95er. Direkt am Weg. Da scheint auch irgendwie mit... Nein, es ist das erste Spielplatzauto für heute. Ich glaub's nicht. Und direkt ein Polizeiauto. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen. Aber egal, erstes Spielplatzauto. Das kommt natürlich traditionell zur Belustigung eines Kindes dorthin, das gerne ein neues Spielplatzauto haben möchte. Was weiß ich. Aber irgendwie war da ein 84er-Signal, dachte ich. Deswegen habe ich die Kamera angemacht. Da ist noch ein 92er-Signal. Noch ein Spielplatzauto. Boah, guck mal hier. Ist das ein Bentley? Ich bin mir nicht sicher. Sieht schon aus wie ein Bentley. Ach, weiß ich, egal. Ist trotzdem eine schöne Farbe. Hier passt auch fast zu meinen Latschen. Und das kommt hier zur Polizei und dann können die sich ein schönes Straßenrennen liefern. Und ihr merkt, der Kopf hat ein bisschen gelitten in der letzten Woche durch die Krankheit, aber ist nicht so schlimm. So, mal gucken, ob hier noch mehr davon ist. Aber das war wirklich nicht tief, ne? Das lag direkt unter der Oberfläche. Mit Spielplatzautos. Das habe ich auch vermisst. Naja. Ja, das war dein Schuh. Nee. Stimmt. Ja, es ist halt aber auch so, dass deine Schuhe ein viel besseres Signal machen. Ja, das ist Mist. Können wir das rausbauen da, das Metall da? Na gut, was ist das hier? Ein 73er, was kann das sein? Also 2 Euro Stück ist es nicht. Huh, ein Ohrring vielleicht mal gewesen, oder? Anna, Fachmann, Fachfrau meine ich. Was sagst du? Nee. Du gönnst mir. Sieht aus vom Spielplatz hier irgendein Befestigungsteil. Achso, ich dachte, du gönnst mir den Schmuck einfach nicht. Okay, ja, ist ein Ohrring. Nee, es könnte auch einfach so von einem Schlüssel-Halsband-Karabiner-Ding sein. Ja, okay, Müll. Tschüss. So, war doch gar kein schlechter Start. Letztendlich haben wir ihn jetzt ziemlich gut abgesucht, denke ich mal, den Spielplatz. Jetzt kamen auch keine Signale mehr. Wir haben auch oben ein bisschen auf der Rasenfläche gesucht, an den Bänken, nennen wir es mal, aber da war gar nichts. Deswegen, ja, ab zum nächsten. Mal gucken, was wir noch so für schöne Spielplätze entdecken und ob wir noch welche finden, die eventuell gar nicht abgesucht worden sind. Wobei ich mir bei dem ja auch nicht sicher bin, ob der, ja, ich weiß nicht, jetzt vielleicht sogar doch das erste Mal abgesucht wurde. Wer weiß, vielleicht ist er auch erst ein Jahr alt, deswegen lag nicht so viel da. Aber ich fand eigentlich, konnte sich die Ausbeute schon sehen lassen. Ein Ring, 2 Spielplatzautos, über 1 Euro Kleingeld. Gar nicht mal schlecht. So Freunde, morgens um 8, neuer Spielplatz, neues Glück. Einmal hier ein Volleyballfeld, da hinten ist ein Fußballfeld. Da ist aber Rasen, da weiß ich noch nicht, ob ich suche, ich glaube eher nicht. Und da hinten ist noch eine ganz, ganz lange Seilbahn. Daneben auch Kickertisch und Tischtennisplatte. Ja, Kickertisch, habe ich auch nicht gewusst, dass es sowas auf dem Spielplatz gibt. Aber ich denke, hier auf dem Volleyballfeld könnte einiges gehen. Und hinten auf der Seilbahn bin ich eigentlich ganz guter Dinge, also gucken wir mal. So, aber bevor es losgeht, werden wir die Mülltasche kurz einmal ausleeren von gestern. Lecker, Lolli-Stiele. Und sämtlicher anderer Kram. Zack, auf geht's.
Okay, besagte Seilbahn. Seht ihr hier? Sieht relativ neu aus. Da vorne ist sogar eine kleine Badesandstelle. Und ich würde sagen, wir gehen das Ding hier in zwei Bahnen ab. Das sollte eigentlich reichen. Hallo. Hey. Ja? Nee, nur Müll. Aber Müll verschwindet auch ganz gern mal im Sand. Ja, das stimmt. Hallo. Komm, du wolltest ans Wasser gehen. Okay, also auf der Seilbahn kam nichts. Also entweder ist, keine Ahnung, das neu gewesen oder vielleicht hat doch jemand schon gesucht dort. Jedenfalls sind wir jetzt auf dem Volleyballfeld, haben hier das erste Signal, ein 70er, und es ist einfach nur Müll mal wieder. Komm, hier wird ja wohl was gehen auf dem Volleyballfeld, oder? Okay, letzte Hoffnung, diese, naja, Badestelle will ich nicht sagen, weil der Tümpel ist 5x20 Meter groß und schon halb ausgetrocknet, aber wir haben hier immerhin ein sehr gutes 85er Signal und das müsste jetzt aber wirklich klein jetzt sein hier. Nein, nein, was ist das denn? Das ist doch nicht, oder? Vom Feuerzeug? Ist das so massiv aus Metall? Ach Mann. Ach Gott. Also der Spielplatz hier, das ist wirklich der schlechteste, den ich je gesehen habe. Wobei, naja, eigentlich ist es der beste, weil hier relativ wenig Müll liegt und der Sand relativ sauber ist. Oh, warte, 77er Signal. Vielleicht muss man hier nur ein bisschen rumfluchen und dann kommt ein 2-Euro-Stück. Weil 77er Signal? Nee. Das gibt's nicht. Es ist einfach ein Kaiserreich-Pfennig. Von 1908, Deutsches Reich, auf dem Spielplatz. Was zum Geier. Es ist schon die zweite alte Münze, die wir auf dem Spielplatz finden. Was ist denn los? Wow, wie auch immer die hier in den Sand gekommen ist. Jedenfalls wird die mit der Zeit nicht besser. Ich glaube, Sand tut zu alten Münzen ja auch gar nicht gut. Egal, stecken wir mal ein. Natürlich habe ich mein Coinpad nicht in der Tasche, warum auch? Ich glaube, ich habe das auch nur noch, um es nicht mitzuhaben, ey. Mann. 89er, nicht das sauberste Signal. Also doch schon ziemlich sauber, aber naja, nicht perfekt sauber, aber ist egal. Ist auch eine Münze. DDR 5 Pfennig. Also alte Münzen finden wir heute auf jeden Fall einige, 1983. Ja, moderne haben wir auf einem anderen Spielplatz mehr gefunden, aber es war immer eine alte Münze dabei, mindestens eine. Nicht schlecht. Na gut, okay. Nehmen wir mit. 89. Oh. Oh. Okay. Yes. Es ist Schmuck und es ist schöner Schmuck. Es ist, ich würde sagen, auf jeden Fall Silberschmuck, ein Ohrring. Mann, warum nehme ich mein Handy nicht mit? Weil ich keine Hosentaschen habe, sonst würde ich es euch dicht zeigen. Egal, ich zeige es euch gleich am Auto nochmal dicht, weil das ist echt ein cooler Fund. Ist irgendein Würfel drin auch. Ey, ist CC? Ist das nicht Coco Chanel? Oder bin ich blöd? Dann können die Diamanten da drin auch recht sein vielleicht. Sehr geil, also Silber ist es auf jeden Fall. Okay, cool. Halt hier so ein bisschen im Rasen nebenan, ne? Da geht auch ein bisschen was verloren. Sehr geil. So, aber hier unten, wo der See weggetrocknet ist, ist bestimmt auch noch das ein oder andere Signal. 82er Leitwert. Ah, eine Münze tatsächlich, ja. Das sind, auch wenn es nicht so aussieht, 10 Cent. Komplett dunkel. Aber geht natürlich in den Counter mit ein. Dann läuft es doch nochmal am Ende hier gut, hätte ich nicht gedacht. Volleyball fällt gar nichts, Seilbahn auch überhaupt gar nichts. Und jetzt geht's hier langsam los, oder was? 85. Aha. Könnte ebenfalls ein Münzlein sein. Was ist das? Ach, bestimmt vom Angeln. Oder ist das eine Art Geschoss oder was? Na, einige von euch wissen es. Schreibt rein. Dankeschön. 81er. Ganz schwach, aber nicht schlecht. Ja. Nee, das gibt's nicht. Verdammte Axt. 1924, 10 Rentenpfennig. Das ist doch geil. Was soll ich dazu noch sagen, ey? Ist doch viel besser als moderne Münzen, oder nicht? Klar. Richtig schöne Münze. Zeige ich euch auch gleich nochmal dicht. Tada!
Unfassbar. So, wie versprochen, wollte ich euch die drei Funde hier nochmal zeigen. Wir fangen chronologisch an mit dem ersten, den wir gemacht haben. Ein Reichspfennig 1908. Der Zustand ist nicht perfekt, aber dafür, dass sie da über 100 Jahre lag, sieht die gar nicht mal schlecht aus. Wie auch immer die genau in den Sand gekommen ist, aber ich denke mal, die wird auf der Rasenfläche nebenan gelegen haben und mit der Zeit, weiß ich nicht, rüber diffundiert oder was weiß ich. Dann haben wir hier, meine Freundin sagt, ist wohl eher ein Kettenanhänger als ein O-Ring. Hat sie vermutlich recht, wobei ich es komisch finde, dass sie so einen Verschluss hat hier. Ja, aber es ist wahrscheinlich wirklich Coco Chanel. Cooler Fund auf jeden Fall. So. Und dann noch der dritte hier, alle guten Dinge sind drei. 10 Reichspfennig. Richtig, richtig schöne Münze. Sind normalerweise eigentlich so ein bisschen gülden, aber ja, vielleicht kriegt man es auch ein bisschen hin. Mit Reinigungsstiften oder so. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ansonsten lag hier allerdings nicht ganz so viel. Die Sandflächen sind wahrscheinlich einfach zu neu gewesen. Ja, aber nicht schlimm. Wir sehen uns auf dem nächsten Spielplatz. Da wird es sicherlich wieder ein bisschen mehr Kleingeld geben. Wobei, so ein paar alte Sachen zwischendurch finde ich ja sehr, sehr schön. Wenn ihr es auch gut findet, lasst doch gerne schon mal einen Daumen nach oben da, auch wenn euch das Video gefällt. Und dann sehen wir uns auf dem nächsten Spielplatz. Alles klar. Neuer Spielplatz, neues Glück. Ziemlich viel mit Netzen, also hier mit der Spinne. Aber auch eine Schaukel ist hinten. Ich denke, unter der Schaukel fangen wir gleich mal an. Da sind eigentlich die Chancen immer sehr, sehr gut. So, an den Schaukeln kommt leider gar nichts. Dafür haben wir hier ein 89er Signal. Das ist auch ein bisschen tiefer. Aha, 50 Cent. Jawohl, das geht doch munter weiter hier. Aber das lag halt, wie gesagt, echt schon tief. Und wenn unter der Schaukel nichts liegt, heißt es, dass er eventuell immer abgesucht wurde hier in letzter Zeit. Mal gucken, was so übersehen wurde. Mein Detektor geht sicherlich ein bisschen tiefer. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn für ein Signal hier im Sand? Hier ist einfach ein Gulli. Was zum Geier? Also, da rennt ein Kind voll lang und stößt sich hier den Zeh am. Ach, ich weiß auch nicht. Alles andere ist in Deutschland immer so genau geregelt. Und dann gibt es hier so einen Gulli auf dem Spielplatz. Jo, was soll ich sagen? Der Spielplatz war mehr oder weniger ein Flop. Immerhin 50 Cent. Und auf der anderen Seite ist noch ein Rindenmulch-Spielplatz. Den probieren wir natürlich jetzt auch noch mal kurz aus. Rindenmulch, also ein bisschen anderer Untergrund. Mal gucken, ob da überhaupt was verloren gegangen ist. Ich bin gespannt. '84. Klingt gut. Na? Yes. 10 Cent. Ich weiß nicht, wie tief die so in die Erde kommen, aber ich glaube, wenn jedes Jahr Rindenmulch nachgeschüttet wird, das fällt ja irgendwie zusammen mit der Zeit, dass sich dann schon was ansammelt und auch was immer weiter in die Erde sinkt. Das ist so flach. Jawohl. 50 Cent. Okay. Das funktioniert auf jeden Fall schon mal besser als drüben. Und es geht weiter. Ha, 20 Cent. Das ist so krass, wie das einfach glänzend da unten rum liegt. Wenn einer mit dem Fuß einfach so macht, dann würde es ja im Prinzip auch schon sehen. Was liegt noch da? Und 87er Signal, das ist wieder Geld hier. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, 50 Cent. Das ist ja teilweise echt einfacher als im Sand. Ja, nächster Rindenmulch-Spielplatz hier. Sieht noch ein bisschen besser aus als drüben tatsächlich. Wenn es hier ähnlich gut läuft, dann ist schon schön. Und das erste Signal ließ nicht lange auf sich warten. 86. Klassisches Geldsignal. 20 Cent. Sehr gut. Oh, das war es noch gar nicht. Zu früh zugemacht. 50 Cent sind auch noch da. Vielleicht war es früher auch ein Sandspielplatz, keine Ahnung. Die haben den Rindenmulch irgendwann drauf gemacht. Das Rindenmulch. 85. Hä? Ach da, 10 Cent. Ja, was soll ich sagen? Hier, ja, Reckstangen immer sehr gut. Da drunter liegt meistens was. Okay, das war sehr einfach wieder. 50 Cent. Ja, sieht schon fast gestellt aus, wie das da liegt, aber das wäre ein bisschen witzlos. Ja, doch, da liegt noch mehr, neben dem Lollistiel hier. Bisschen tiefer, aber 10 Cent. Ich habe gedacht, das wäre das Signal hier von der Stange gewesen, aber war es nicht. Wow. Profi bist du. Soll ich auch mal? Warte, nimm mein Geld. Sonst fällt es mir alles raus.
Warte, ich habe hier noch mehr in die Tasche. Ah, ich habe ja. Au! Oh. Ich sag nicht, was ich hier habe. Oh, ich habe. Oh, das mache ich nicht nochmal. Nee, das war es nicht wert. Aber hast du gesehen? Ganz solide. Aua, das tat weh. Okay, kann ich mein Geld zurück? Hä? Gerade eben war es ein perfektes Signal. Haha, 2 Cent. Tasche. Danke. Aber irgendwo muss doch dieses Signal noch hin sein. Aha, da ist es doch. Ja, 2 Euro. Die ersten 2 Euro heute. Nicht heute, sie haben mehreren Tagen aufgenommen hier, aber auch heute, ja. Ein bisschen außerhalb von dem Gerüst hier in der Mitte liegt anscheinend auch was, auch wenn hier kaum noch Rundmulch liegt. Richtig in der Erde drin. Wobei, das war wahrscheinlich Rindenmulch, ne? Wenn das ein bisschen so in der Gegend hier rumliegt, dann sieht das irgendwann so aus. Und dann wird das zur Erde. 10 Cent. Und dann liegt da auch ein Geldstück in der Erde. Aber hier in der Stange liegt nicht nur 3-mal Müll, 4-mal Müll, sondern auch ein wunderschönes Signalchen. 84. Na? Schon wieder 10 Cent. Davon haben wir schon sehr viele gefunden, aber ist ja nicht schlimm. Oh, tatsächlich Geld. 50 Cent, damit habe ich irgendwie gerade gar nicht gerechnet. Zum Glück lief die Kamera schon. Okay, es kann weitergehen. Es ist ein neuer Tag für mich, für euch dasselbe Video, aber wir gehen natürlich weiter auf Spielplätzen suchen. Es hat gerade geregnet und soll auch wieder regnen. Deswegen haben wir wohl Glück und die Spielplätze werden wohl alle leer sein. Drückt die Daumen, dass wir auch was finden. Ja, Spielplatz Nummer 1 für heute. Mal gucken, was so geht. Erstes Signal gucken wir uns gleich mal an. Kamera setzt sich auf den Kopf und dann hoffen wir mal, dass wir ein paar schöne 80er-Signale finden. Die Fundtasche ist übrigens immer noch gefüllt von den letzten Spielplätzen. Also das ganze Kleingeld und so ist noch drin. Deswegen können wir uns das nachher alles gesammelt auf einen Haufen angucken. Und ich bin gespannt, wie viel wir letztendlich dann zusammenkriegen. Ich habe nämlich absolut keine Ahnung, wie viel es dann letztendlich sein wird. So, nur noch die Spule ran, anschalten. Dann kann es auch schon losgehen. Dann gucken wir mal, ob sich hier wieder was angesammelt hat auf dem Spielplatz. Okay, das hört sich doch einigermaßen gut an schon wieder hier. Ein bisschen zu groß, ehrlich gesagt, für Kleingeld. Vielleicht ist es... Was ist das? Nein, oder? Ich glaube, das wurde was eingegraben. In einer... Nein. Wir haben ein kleines Versteck gefunden. Aber warum ist denn das... Achso, hier oben ist Metall drin. Oh nee. Hä? Ja, was heißt kleines Versteck? Da ist einfach Müll drin. Ich dachte, da ist wenigstens noch ein Gummibärchen drin. 2 Äste und sonst nichts. Nee, ist tatsächlich nur Müll. Aber hä, warum ist denn da ein Rand oben drin, ein Metallrand? Dass man das extra findet beim Metalldetektor. Ah, schade, ich dachte, ich habe einen kleinen Kinderschatz gefunden. Egal. Das ist einfach trotzdem witzig. Yes, schönes 85er. Das sollte jetzt wieder Kleingeld sein hier, endlich. Das erste Kleingeld für diesen Spielplatz, 20 Cent. Okay, scheint nichts mehr zu kommen. Ab zum nächsten. Der Spielplatz hier sieht mir ein bisschen neuer aus, aber Schaukeln sind da. Hier noch so ein Netz, da könnte was liegen, hier Hängematte. Ich denke, ja, hier an der Wippe, da könnte auch was sein. Ich denke, hier sollte sich schon einiges angesammelt haben, auch wenn der neu ist. Ja, geht direkt los mit einem 87er Leitwert. Und 50 Cent. Ja, sehr schön. Okay. Ja, es hat sich auch bei neueren Spielplätzen anscheinend hier schon ein bisschen was angesammelt. Wahrscheinlich letzten Sommer. Und ja, der wird hier bestimmt schon trotzdem ein Jahr alt sein. Also, wenn er neu aussieht, heißt ja nicht, dass er ein paar Wochen alt ist nur. Okay, 94er Signal. Ja. Jawohl. Das nächste Spielplatzauto und sogar ein Lamborghini. Schon wieder ein Lambo gefunden. Ey, das muss ich mal in den Titel schreiben. Lamborghini gefunden. Sehr cool. Ich glaube, unser drittes Spielplatzauto für heute. 86. Also nächstes Kleingeld. Denke ich mal. Yes, 1 Euro. Ein spanischer Euro, naja. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich habe leider überhaupt gar keine Ahnung, wie viel Geld wir schon gefunden haben. Sind wir schon bei 10 Euro? Ich glaube eigentlich nicht. Weil 2 Euro Stücken und 1 Euro Stücken
sind noch nicht so häufig gekommen. Okay, der läuft gut, der Spielplatz. Nächstes 80er-Signal. Der läuft echt nicht schlecht. 10 Cent. Oh, guck mal einer an hier. Hätte ich nicht mit gerechnet. 85. Guckt, sehe ich direkt. Brauche ich gar keinen Pinpointer. 20 Cent. Ah, Rekord auf Spielplätzen, glaube ich. Liegt bei 35 Euro oder sowas. Wir gehen auf jeden Fall in die Richtung. In die richtige. Immer mehr finden als verlieren. Das ist die Hauptsache bei der Schatzsuche. Hört sich an wie ein Centstück. Centstück nehmen wir trotzdem mit. Na? Ja, tatsächlich ein Centstück. Das hätte jetzt auch 5 Cent sein können. Da habe ich einfach gut geraten gerade. Schwaches Signal, aber es ist da. 88. 90. Ein bisschen größer. Aber ich habe da schon was Hartes. Ja, nächstes Spielplatzauto. Richtiger Offroader. Ob das Auto vergraben wurde, wollte ich gerade sagen. Da ist noch eins anscheinend. Ja. Wow, okay. Das ist ein Offroader. Doch, da ist echt noch was drin. Boah, ist das tief. Das ist echt ein halber Meter fast, ne? Und ja, das Kind hat offensichtlich ein Faible für Offroad-Autos gehabt. Aber ich glaube, jetzt haben wir die Sammlung komplett hier. Ja, 99er-Signal, das kann eigentlich nur eins sein. Ja, und ich habe es schon gesehen. Der nächste Flitzer. Das ist ein Chevrolet oder was? Ich weiß nicht. Aber sieht ganz cool aus. So, stellen wir hier oben hin. Sag mal, ein 92er-Signal. Kann sein, dass wir mehr Autos finden als Geld hier? Ist ja unglaublich. Da ist das. Boah, alter Schwede, ey. Also dicker können die Reifen jetzt aber echt nicht mehr sein. Die schleifen noch aneinander schon. Was ist das denn? Bremsen sich echt gegenseitig ab, die Räder. Wahnsinnige Ingenieurskunst am Werk gewesen. Naja. Ein Kleinvieh macht auch Mist, ihr wisst Bescheid. Also wahrscheinlich nächstes Centstück. 5 Cent diesmal, ja. So, ich glaube, das letzte Signal für diesen Spielplatz, wir haben alles systematisch abgesucht, befindet sich hier an der Hängematte. Und das sind 10 Cent. Ja, hier ist noch ein ganz bisschen Fläche, aber ich denke nicht, dass da noch was kommen wird. Falls jetzt nichts mehr kommt, sehen wir uns direkt auf dem nächsten Spielplatz. Okay, das nehmen wir noch mit hier. Eine Hake. Okay, ab zum nächsten Spielplatz. So, nächster Spielplatz. Viel Sand, relativ wenig Spielgeräte, aber gucken wir mal, was so geht. Okay, wir haben die ersten zwei Signale hier. Fangen wir mal mit dem normaleren an, 86er. Normal deswegen, weil das ja meistens Kleingeld ist, wie ihr wisst. Das andere Signal ist einfach mal wieder eine 95. Also, eher nicht so normal. So, was ist hier los? Okay, scheint ein bisschen tiefer. Oder? Doch. Es ist ein schöner alter Euro. Und tatsächlich, ein Österreicher, okay. Ist auch egal. Euro ist Euro. Und jetzt gucken wir uns mal an, was das hier für ein 96er Signal ist. Es ist aber ein relativ kurzer Ton, also nicht so wie ein Spielplatzauto, sondern naja, wohl doch. Das lag einfach ein bisschen tiefer. Und was haben wir? Ein McLaren. Sehr gut, aber der Counter, der läuft heute. Ganz tiefes 92er Signal, da müssen wir mal ein bisschen graben. Ich denke aber, ich dachte eigentlich, das wäre jetzt irgendwie vom Fundament irgendwas, aber es könnte sein, das tatsächlich in der Tiefe, ja, das nächste Spielplatzauto ist, das gibt's doch nicht. National Parks, Park Patrol. Ja, coole Sachen dabei. Was ist das hier für ein Ding? Sieht jedenfalls aus wie Müll, nehmen wir mit. Und 89er, ganz klarer Fall. 50 Cent. Joa, ich guck mal ganz kurz in die Tasche und ein Blick verrät mir, das klimpert schon ordentlich. Gar nicht, wie viele Spielplätze wir jetzt schon haben. Vielleicht 7, 8 oder so. Aber es läuft. Heute läuft es auch echt nicht schlecht, muss ich sagen. Mal die Kamera aus, bevor hier das nächste Signal kommt. Eigentlich könnte ich sie anlassen. Ah, 10 Cent. Gut. Ah ja, und hier ist das nächste. Kleingeld wahrscheinlich. Das sind 20 Cent. Ah, schön ist das. Schön. Einfach nur hier rumlaufen, Geld aufsammeln. Bisschen Müll wegräumen. Nächstes Signal, 98er. Spielzeugautos ausräumen. Abräumen, ausbuddeln meine ich. Wie auch immer. Ich komme schon ran. Aha, aha.
Alte Ferrari oder was? Ja. Also ein Luxuswagen, da mangelt es heute auf gar keinen Fall. So, direkt am Buddelkasten hat jemand gesessen und was verloren aus der Tasche vermutlich. Wahrscheinlich ein bisschen Kleingeld, ne? Ah, was ist das? Ein Kipper. Nein. Ist kaputt gemacht. Ich glaube, es geht wieder zu reparieren. Ja, ist wieder ganz. Meine Güte, sind das viele Autos heute. Ist übrigens wahrscheinlich doch nicht aus der Tasche gefallen, denke ich mal. Guck mal, hier vorhin hatte ich, glaube ich, den Ferrari ausgegraben. Hier ist direkt das nächste 90er-Signal. Boah. Ich bleib dabei, mehr Autos als Geld heute. Der nächste Ferrari. Und den stelle ich natürlich direkt wieder daneben hier. Nächstes Spielplatzauto. Glaube ich. Obwohl, ne. Hä? Ein Euro. Und ein 93er Leitwert? Ist interessant. Na gut. Sage ich nicht nein. Auf gar keinen Fall. Ganz schwaches 84er Signal. Und das sind 10 Cent. Okay, ich glaube, das war's mit dem Spielplatz hier. Oh, war gar nicht mal übel. Ups. Hier vielleicht noch ein 5 Cent Stück oder ein 1 Cent Stück oder so. Ja, 1 Cent, oder? Ne, ein Pfennig. Okay. Das ist einfach ein Pfennig BRD. Wartet. Kann ich euch kurz zeigen. So. Man erkennt es so ganz schwierig, aber hier hinten Eichenblatt. Hier vorne wahrscheinlich die 1. Ja. Okay, mal eine andere Münze. Ah, das stimmt, wir hatten ja schon einige andere Münzen in dem Video. Sehr alte Münzen auf dem Spielplatz gefunden. Naja, nicht ganz so alt gewesen, aber trotzdem cool. So, nächster Spielplatz sieht ein bisschen trostlos aus, aber mal gucken, was da im Sand liegt. Ich denke, so gut wie eben wird es nicht laufen, aber vielleicht ist der eine oder andere Euro dabei. Was liegt denn hier für Zeug rum? Oh, schon wieder ein Ladestreifen, was ist das denn? Das habe ich schon mal auf dem Spielplatz gefunden. Ladestreifen von der Waffe. Also hier 4 Patronenhülsen. Beziehungsweise ganze Patronen drin gewesen. Warum liegt sowas denn hier auf dem Spielplatz immer noch? Das ist ja schon ewig her, dass das benutzt wurde. Ah, hier, 87er. Das ist ein Euro, siehst du? So muss das laufen. So eine Funde wollen wir. Jawohl, 87er. Nächster Euro, perfekt. So ist das doch schön. Guck, 2 Euro schon gefunden. Das ist doch nicht schlecht. Freunde, 2 Euro Leitwert, 77. Komm schon. Nein. Eine Patronenhülse, hä? Und das ist keine Schreckschusspatrone gewesen. Da zeige ich euch den Bodenstempel doch mal direkt dicht, weil das ist gut zu erkennen hier. 25 oder was? Es ist doch verrückt. Also wer schießt hier auf dem Spielplatz rum? Oder woher kommt die Erde, besser gesagt? Weil das hier ist bestimmt schon älter. Ja. Na gut, komische Funde hier auf dem Spielplatz, aber immerhin schon mal 2 Euro. Also insgesamt. Ja, direkt vor der Rutsche. Ein 85er. Komm schon. Ah, 10 Cent, okay. Also auf dem Spielplatz, da kam leider nichts mehr. Auch wieder alles systematisch abgesucht. Aber hier haben wir so ein Drehteil noch, ein bisschen festere Erde. Und das scheint auch etwas zu sein. Was ist das? Führungsring von der Granate, na klar. Warum auch nicht? Auf dem Spielplatz. Ist hier noch ein bisschen Müll. Komische Funde hier. So, ich gehe hier noch ein bisschen außen rum um den Spielplatz, weil hier an der Kante scheint auch noch ein bisschen was rumzuliegen. Was zum Geier ist das denn? Okay, jetzt zeige ich euch. Es handelt sich nämlich nicht um klassisches Kleingeld, sondern um Kiddyland. Eine Marke fürs Kiddyland. Ich habe das goldene Ticket gefunden. Sehr gut. Kurioser Fund, auf jeden Fall. Aber hier am Rand, wie gesagt, da könnte noch ein bisschen was liegen. Das gucken wir uns an. Das muss auch ganz flach sein hier. Hey, 10 Cent. Ja, nicht nur auf dem Spielplatz, sondern auch drumherum kann was liegen. Aber nur da, wo auch Sand ist, werden wir graben. So. Guck mal hier, muss ich gar nicht richtig graben, einfach wieder 10 Cent. Durch den Regen wird das natürlich auch ein bisschen weggewaschen, der Sand, und das andere Zeug bleibt einfach liegen. Aber dass hier so viele Signale sind, hätte ich ja nicht gedacht. Ach, ist wieder Müll ein bisschen, na gut. Kann ja nicht nur gutes Zeug hier liegen. Okay, hier aber mal am Spielplatzrand ein 84er. Ne? Oh ja. Ah, das ist eine andere Münze. Ja, eine ältere. Okay. Eine ältere und vor allem eine amerikanische 1 Cent
sehr angefressen außen, United States of America. Ja, na gut. Haben wir ein bisschen Abwechslung hier reingebracht. Gucken, ob hier noch mehr altes Zeug liegt, aber ich denke eigentlich eher weniger. So, okay, das soll es mit diesem Spielplatz gewesen sein. Ich würde sagen, einen allerletzten guten Spielplatz machen wir noch. Nicht nur ein letztes Signal heute, sondern ein ganzer letzter Bereich von Signalen. So, der letzte Spielplatz für heute, den ich mir rausgesucht habe, ist leider gesperrt. Eigentlich wegen defekter Spielgeräte. Das betrifft uns jetzt natürlich in dem Falle nicht. Und ich möchte trotzdem gucken, was hier noch in dem Sand zu finden ist. Ist nicht das beste Signal, aber immerhin etwas. Komm, jawohl. Okay, immerhin 5 Cent. Oh, das kann es ja wohl nicht gewesen sein hier. Nee. So einfach nicht. Ja, so muss ich das anhören hier. Ha? Ha? 10 oder 20? 20 Cent. Gut, gut. Komm, da geht noch was. Da geht noch was, oder nicht? Tatsächlich. Das gibt's ja nicht. Hier hätte ich am wenigsten mit Kleingeld gerechnet in der Buddelkiste. 20 Cent nochmal. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Aber sowas von gerne. Nee, also ich bin ehrlich gesagt unmotiviert, jetzt mit diesem Spielplatz hier aufzuhören. Wir suchen uns noch einen kleinen letzten Spielplatz. Gott, ey, ist wie eine Sucht. Man kann nicht aufhören. Egal. Ihr seht oder ihr hört, es regnet jetzt relativ stark. Deswegen beeilen wir uns ein wenig. Aber ich will noch ein, zwei schöne Signale haben und nicht hier mit Müll aufhören. Das machen wir nicht. Der hier soll es sein. Ja, sieht auch schon ein bisschen bewuchert aus. Die Natur holt sich hier langsam alles zurück, aber ja, das Kleingeld sollte noch in der Erde liegen. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Na los, letzter Spielplatz, Endspurt. Gucken wir mal, was noch so geht. Siehst du, geht doch schon gut los. Ja, da ist tatsächlich der Akku gerade leer gegangen, als wir diesen Fund hier gemacht haben. Die 31 ist wohl ein Einkaufschip. Gar nicht mal übel. Haha, 25 Cent. Zwei Fußbälle haben wir schon mal gefunden. Pam. Jawohl. Guck mal, das sieht so frisch verloren aus hier, aber ich schwöre euch, das lag da. 50 Cent. Es könnte tatsächlich leider das letzte Signal gewesen sein, weil hier kommt sehr wenig. Leider, leider. Ja. 5 Cent. Wuhu. Es ist doch noch nicht vorbei. Okay, direkt an der Rutsche ist doch jetzt letztendlich unser letztes Signal für heute. 85er Leitwert. Und ich gehe davon aus, dass das nochmal ein letztes Geld ist. Geld ist, ach egal, 20 Cent. Siehst du, ich kann schon gar nicht mehr reden. Wir waren schon wieder in der Menge unterwegs. Aber letztendlich viel, viel Kleingeld gefunden und das gucken wir uns jetzt alles mal an. Ja, und was wir noch so gefunden haben. Wir haben ja nicht nur Kleingeld gefunden. Für so lange keine Spielplatztour war das doch mal wieder ganz cool hier. Schon Regen, jetzt doch nicht so stark werden, bitte. $15,80, habe ich das dazu gezählt, weiß ich nicht. 16. So, okay, die Ausbeute von heute beträgt eine Menge Müll, den werden wir natürlich wieder entsorgen. Und ja, eine Menge schöner Funde. Wir haben insgesamt ungefähr 16 Euro gefunden, weil ich mich verzählt habe, wie immer. Dann tatsächlich auch ein bisschen Schmuck. Coco Chanel müsste das sein. Krass, auf jeden Fall. Schöner Schmuck. Diesen wunderschönen Modeschmuckring hier. Also nicht allzu besonders, aber das hier schon, ehrlich gesagt. Einkaufschip, Kiddyland, ein paar Sachen, die ich nicht zuordnen konnte. Die Sachen hier, ein Ladestreifen, eine Patronenhülse, ein Knopf. Und dann hier tatsächlich sogar ein paar alte Münzen. Amerikanische kam heute. 5 Pfennig DDR, 1 Pfennig BRD. Dann haben wir hier 1 Pfennig Kaiserreich. Also richtig, richtig alt, 1908. Hier auch sehr alt, 1924, und zwar 10 Rentenpfennig, finde ich richtig schön, die Münze. Und diese hier müsste ein Reichspfennig sein, oder 5 Reichspfennig, drittes Reich, also auch ziemlich alt. Also ich glaube, bei einer Spielplatztour hatten wir noch nie so eine Fundabwechslung, muss ich sagen. Wir haben ja auch sehr, sehr viele Spielplatzautos gefunden, aber auch alte Sachen waren dabei. Das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Wenn es euch Spaß gemacht hat, das Video zu gucken, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich natürlich sehr unterstützen. Und ja, wenn ihr Bock habt, schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ich nochmal eine Spielplatztour machen soll. Ist ja jetzt schon lange her gewesen, die letzte. Aber mir persönlich hat es, abgesehen vom Wetter jetzt, sehr Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Also wir sehen uns am nächsten Freitag, 15 Uhr. Lasst gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dann würde ich sagen, schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Tschüss. So, alles wieder eingepackt. Detektor ist noch gar nicht aus, aber ich habe hier reingeguckt
und etwas erspäht. Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten hier. Ja, so Wildschweine, die können manchmal schon was aufwühlen, ne? Schatz zum Beispiel oder so, aber das hier ist leider kein Schatz. Ist nicht mal Metall, glaube ich. Nee.